Ja, so ein richtiges Winterparadies sieht eigentlich anders aus. Es taut ja auch schon, also es sind gerade 5 Grad. Mit Skifahren ist da nicht mehr viel. Deshalb probiere ich heute mal was Neues aus. Hey, hi. Servus, grüß dich. Ich bin Andi, servus, Sebastian. Hi, und das ist ein Fatbike? Das ist ein Fatbike, ja. Okay. Ein Elektro-Fatbike. Ein Elektro-Fatbike. Die Reifen sind halt ein bisschen breiter und haben weniger Luftdruck. Also jetzt so bei den Bedingungen. Der hat jetzt keinen Platten, sondern das muss so. Und da ist dann schon ein bisschen ein Bike-Handling auch gefragt. Okay, das heißt, wie oft werde ich mich auf die Fresse legen? Ansonsten bist du gut krankenversichert, oder? Ja, also ich habe auf jeden Fall eine Krankenversicherung. Sehr gut. Nach den letzten schneearmen Wintern hat Andi das Fatbiken für sich entdeckt. Es kam aus den USA vor einigen Jahren. Ich habe gesehen, das ist eine coole Sache. Mit dem kann man auch im Winter fahren, auch über Schnee. Das ist ja eigentlich der erste Gedanke. Aber man kann natürlich nicht nur über Schnee fahren, sondern auch über einen normalen Weg oder Straße. Ja. Und wenn ich keinen Winter habe, sprich keinen Schnee, dann bin ich mit dem genauso unterwegs. Bei den unberechenbaren Winter ist das optimal. Okay, mal sehen, wie optimal die Dinger fahren. Einfach mal hochschalten. Jetzt ich habe jetzt auf Tour gestellt. Genau, wir fahren jetzt da den Kirchberg bei uns rauf. Ja. Du kannst ruhig mal hochschalten auf Turbomodus. Ja, Turbomodus ist an. Turbomodus ist an. Also. Sehr gut, ich auch. Ich fahre voraus und du versuchst mir zu folgen. Ich versuche es. Probier's mal. In deinem Windschatten. Genau. Oh, der schiebt an, der schiebt gleich an. Die Fatbikes wiegen 20 Kilo und haben deshalb einen Elektromotor mit 4 Stufen. Eco, Tour, Sport und ein echt spaßiger Turbo-Modus. Und? Ja, ist gut. Läuft. Also es ist sehr entspannt, so hoch zu fahren. Du hast das Gefühl, du müsstest eigentlich nicht treten. Das stimmt nicht, du musst treten. Aber Wahnsinn. Und nach dem Rauf kommt natürlich das noch schnellere runter. Angeber. So, Vorsicht, Schnee. Ja, Schnee, sehe ich. Du siehst jetzt kommen wir auf die Schneefahrbahn. Wintererlebnisweg. Aha, aber ich habe ja Winterreifen. Ja, du hast auf alle Fälle breite Winterreifen. Meine sind ein bisschen schmäler. Und jetzt schaust, dass das Gewicht etwas auf dem Hinterrad lässt. Okay. Und jetzt versuchen wir, dass wir durchkommen. Radfahren im Schnee. Mit einem normalen Bike wäre ich hier verloren. Also hätte ich nicht gedacht, der Schnee ist ja wirklich tief hier und das ist einfach, darüber zu fahren. Ja. Also klar, in Kurven ein bisschen und beim Bremsen, da merkt man es dann schon oder beim Anfahren. Aber sonst hätte ich nicht gedacht, dass es dann so leicht ist. Aber bei leicht soll es ja nicht bleiben. Ich will ein bisschen mehr Action. Alte Rodelbahn, Lenker gerade halten, ja. Das ist ein bisschen steiler. Ja. Und Gewicht nach hinten, Beine durchstrecken und Gewicht leicht nach hinten verlagern, dass du vorne hochkommst. Okay. Dann mache ich das jetzt auch mal. Hoffentlich. An! Alles klar? Ich bin noch da. Geht's? Ja. Ist nicht so leicht, gell? Gut. Leider nicht. Und dieses gefährliche Schild hier hat keine Bedeutung. Ist vollkommen ungefährlich hier alles. Ist reine Dekoration. Was glaubst du, was braucht man eigentlich so an Vorkenntnissen oder so an Trainingstagen oder so, damit man dann auch in so einem Tiefschnee irgendwie klarkommt? Also, dass du so jetzt einigermaßen runterfahren kannst, brauchst du Mountainbike-Beherrschung. Naja, zumindest auf der Straße habe ich die. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Ersatz, also dafür, um sich verschneite Hänge runterzustürzen. Nein, es sind kein Skiersatz. Es ist eine super Alternative, ein Zusatz zum Wintersport, zum klassischen. Mhm. Und ja, jeder, der mit dem Fahrrad was anfangen kann und die Winterlandschaft genießen möchte, der ist da richtig aufgehoben. Okay, ganz so steil wie mit Skiern kann ich mit dem Fatbike nicht fahren. Aber ein bisschen abwärts geht schon noch. Super, genau. Nicht so schnell. Super. Au, au. Ja. Au. Das muss besser gehen. Ich sag dir jetzt mal, ich probier's mal. Davor jetzt.
wo da gut durchkommen. Na dann, Hals- und Beinbruch. Durch ist er. Und dann wird's doch noch was mit ein paar Metern Freeriden. Guter Test jetzt, oder? Guter Test. 50 Meter Tiefschnee. Hat funktioniert. Nächste Station. Und als Finale gibt's Eis. Hartgefrorener Untergrund. Ah, ist eine Eisbahn jetzt hier. Das ist ja fast pures Eis. Ja, so ziemlich. Aber das ist jetzt Bike, das funktioniert super. Rutschst du? Nee, ist also. Mach mal ein paar Lenkbewegungen. Ja. Das geht echt gut. Und jetzt ist ja eigentlich der Tod auf dem Fahrrad mit der Vorderradbremse auf Eis. Habt ihr das gesehen? Es ist ja super, oder? Ganz am Schluss erst rutscht es. Ja, also mir macht Spaß. Ich muss sagen, ich habe es mir ein bisschen in Teilen ein bisschen einfacher vorgestellt. Also gerade so, wenn der Schnee echt tief wird. Ich dachte, mit den Dingern, da kommt man eigentlich überall durch und runter. Kommt man auch, wenn man es kann. Aber wenn man das eben noch nicht so kann, dann ist das doch schwerer. Trotzdem macht es einfach total Bock.